Olmekische Zivilisation mit magnetischer Technologie verschwindet urplötzlich. Eingehüllt in das dichte Blätterdach tropischer Wälder lebt das rätselhafte Erbe der Olmeken-Zivilisation. Guck mal, wie geil es aussieht. Fort. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt Olmekische Zivilisation mit magnetischer Technologie verschwindet urplötzlich. Wir werden uns jetzt ein Video über die Olmeken angucken, die auch schon in den ein oder anderen Dokumentationen der Vergangenheit teil waren, aber wir haben uns noch nie explizit was über die Olmeken reingezogen. Ist ein sehr spannendes Thema, weil es natürlich auch um Mexiko geht und ich mich in Mexiko befinde und es wohl auch irgendwie was mit Afrika zu tun hat. Viele sagen, dass die Olmeken eigentlich ursprünglich aus Afrika kommen und nach Südamerika bzw. Mittelamerika gegangen sind und das besiedelt haben, auch schon vor der Sklaverei. Ja, es gibt auch Leute, die behaupten, dass Afrikaner auch schon in Nordamerika waren, vor der Sklaverei. Vielleicht wird darauf ein bisschen eingegangen hier im Video. Ich bin gespannt. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich würde sagen, es geht los. Olmeken it in, man, Alter. Gib mir die Olmeki-Vibes, Bro. Let's go. Antike Zivilisation, eins meiner Lieblingsthemen geworden hier auf dem Kanal. Ich liebe euch. Los geht's. Tief in den grünen Landschaften der mexikanischen Golfküste, eingehüllt in das dichte Blätterdach tropischer Wälder, lebt das rätselhafte Erbe der Olmeken-Zivilisation. Guck mal, wie geil es aussieht. Fort. Diese mysteriöse Kultur, die seit etwa 1200 vor Christus erblühte, fasziniert seit langem Historiker, Archäologen und Enthusiasten gleichermaßen. Bekannt als die Mutterkultur Mesoamerikas, weben das plötzliche Auftauchen und das ebenso abrupte Verschwinden der Olmeken ein historisches Geflecht voller Intrigen und unbeantworteter Fragen. Eingebettet in das Kernland dessen, was später zur Wiege antiker Zivilisationen werden sollte, bereiteten die Olmeken die Bühne für die kulturelle und spirituelle Entwicklung der Region. Ihr Einfluss ist unbestreitbar und zeigt sich in den kolossalen Steinköpfen der komplizierten Kunst und dem fortgeschrittenen Verständnis der Astronomie und Architektur, die sie hinterlassen haben. Diese Überreste stellen... Waren die vor den Mayas da? Also so wie ich gehört habe, waren die fast parallel am Start, ne? Und haben mit den größten Einfluss auf die ganzen Kulturen, auch dann Azteken und diese ganzen Leute genommen so. Die Olmeken. Mich würde mal interessieren, zeittechnisch. Die Kultur der Olmeken ist von 1500 bis 400 vor Christus, bereits 3000 vor Christus. Und ihre Blütezeit dauerte bis etwa 900 nach Christus. Also 3000 vor Christus, dann, ja, dann sind die älter, die Mayas. Maya sind die, ist die Mutterkultur, glaube ich, oder? Maya in man, Alter. I love it. Weiter geht's. Ein historisches Rätsel da, das uns da einlädt, in die Schatten der antiken Welt einzutauchen, um die Geheimnisse einer Zivilisation zu lüften, die in der präkolumbianischen Geschichte Amerikas sowohl deplatziert als auch unzeitgemäß scheint. Hey, jetzt das kommen ja die ganzen verschwörungsmystischen Aluhut-Nazis schreiben jetzt hier rein, ja, Wikipedia ist auch eine super Quelle und so, Digga. Nee, die waren früher da. Ist okay, meine Freunde. Ich hab's verstanden. Ich wollte nur mal gucken, was die offizielle Geschichtsschreibung sagt, in Anführungszeichen. Weißt du, wie ich meine? Wie es genau war, wissen wir natürlich nicht. Der Olmeken ist geprägt von monumentalen Errungenschaften, die den Beschränkungen ihrer Zeit zu trotzen scheinen. Der Bau massiver Steinskulpturen, von denen einige mehrere Tonnen wiegen, ohne die Hilfe von Metallwerkzeugen, dem Rad oder dem Pferd, stellt ein erhebliches Rätsel dar. Ihre anspruchsvolle Kunst, die eine Mischung aus menschlichen und tierischen Merkmalen darstellt, offenbart ein reiches Geflecht religiöser und kultureller Überzeugungen, die älter waren als spätere Zivilisationen wie die Maya und Azteken und diesem... Spätere Zivilisationen wie die Maya und Azteken. Ja, Yasuke könnte eventuell recht haben, weil er, Yasuke hat im Chat geschrieben, dass die Mayas den Kalender von den Olmeken übernommen haben quasi. ...weise beeinflussten. Als Vorfahren der mesoamerikanischen Kultur leisten die Olmeken einen enormen Beitrag zum kulturellen Erbe der Region. Doch die Ursprünge ihres plötzlichen Aufstiegs zur Berühmtheit bleiben rätselhaft und lösen unzählige Theorien und Spekulationen aus.
Die Fähigkeit der Ormeken, ihre Umwelt zu nutzen, komplexe gesellschaftliche Strukturen zu schaffen und sich durch fortschrittliche Kunst und Architektur auszudrücken, wirft tiefgreifende Fragen über die Entwicklung der Zivilisation im alten Amerika auf. Mit ihren stillen Steingesichtern, zerstörten Städten und künstlerischen Ausdrucksformen fordern die Olmeken unser Verständnis der Geschichte heraus. Crazy, Digga. Wo sind denn die Städten von den Olmeken? Vier Hauptzentren der olmekischen Kultur: St. Lorenz, Tenochtitlan, La Venta, Quero de las Mesas und Tres Zapotes. Aha, nur mal so Interesse halber, wo ist denn das? Oh shit, Alter, das ist weit weg. Hier sind wir, Quintana Roo, Playa del Carmen und so. Hier sind wir quasi und hier sind die... Ist San Lorenzo, Tenochtitlan, Bruder. Ayo, Vejo. Aussprache hier in Männer, da. Lass mal eine Routenplanung machen hier. Tulum. Boom. 15 Stunden 13 mit Auto. Also eine gemütliche Reise, würde ich sagen, an der Stelle. Guck mal, wie groß Mexiko ist, Digga. Oaxaca, guck mal hier. Ah, das ist in der Nähe von Oaxaca. Chiapas. Okay. Guck mal, wie groß Mexiko ist. Guck mal, von Tulum nach Mexiko-Stadt zum Beispiel, ne? Fahren, 22 Stunden. Weißt du, wie ich meine? Und es geht noch weiter hier. Nuevo León. Chihuahua, Digga, davon habe ich auch schon mal gehört. Guck mal, hier ist jetzt die Grenze, Texas und so. Von Tulum nach Chihuahua. 39 Stunden, meine lieben Freunde. Ja, geht aber. Ist gemütlich, sagst du, wa? Nee, man kann bestimmt auch fliegen hier in die Nähe irgendwo, weißt du? Dass man von Cancun nach irgendwo nach Tabasco fliegt oder so und dann zu den Olmeken rüber. Ja, Mexiko ist riesig, Freunde. Ist nicht zu unterschätzen. Wilde Geschichte auf jeden Fall. Ich will auch noch mehr. Bacalar will ich zum Beispiel auch mal hin. Ist gar nicht so weit von Tulum. Wir sind jetzt hier gerade mies in der Recherche drin, meine lieben Freunde. Ist auf jeden Fall wild, Freunde. Ist auf jeden Fall wild. Und wenn du so guckst hier, Kuba ist auch nicht weit. Hier drüben ist direkt Florida, Cayman-Inseln, Jamaika, Honduras, Belize, Guatemala. Mann, es gibt viel zu sehen, meine lieben Freunde. Weiter geht's in der Recherche. Sorry, hat mich gerade interessiert. Und fordern uns dazu auf, die unbekannten Korridore unserer Vergangenheit weiter zu hinterfragen und zu erkunden. Ihre Geschichte ist nicht nur eine Geschichte dessen, was wir wissen, sondern ein anhaltendes Geheimnis dessen, was wir noch entdecken müssen. Die mexikanische Golfküste, die heute für ihre üppige und fruchtbare Landschaft, ihre Flüsse und ihre vielfältige Tierwelt bekannt ist, bot ideale Bedingungen für den Aufstieg einer komplexen Zivilisation. Die Olmeken machten sich diese Ressourcen zunutze, schufen komplizierte Bewässerungssysteme und betrieben eine ausgedehnte Landwirtschaft. Wunderschönes Land, Mexiko, wirklich wunderschön. Ihr Bevölkerungswachstum und die Entwicklung städtischer Zentren. Boah, Digga, guck mal, wie das aussieht, Bro. Ich will auch so aussehen. Der schnelle Aufstieg dieser frühen Zivilisation zur Komplexität wirft grundlegende Fragen über die Ursprünge und die Entwicklung fortgeschrittener Gesellschaften in früherer Geschichte auf. Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass die Olmekengesellschaft nicht nur ein weiterer sukzessiver Schritt in der menschlichen Geschichte war, sondern vielmehr ein bedeutender Sprung. Die Entstehung der Olmeken mit ihren fortschrittlichen Gesellschaftsstrukturen, ihrer monumentalen Architektur und ihrer anspruchsvollen Kunst scheint mit erstaunlicher Geschwindigkeit erfolgt zu sein. Dies hat Wissenschaftler dazu veranlasst, über die möglichen Katalysatoren hinter dieser schnellen Entwicklung nachzudenken. Könnte es äußere Einflüsse, vielleicht aus fernen Ländern, gegeben haben? Oder vielleicht aus anderen Planeten, Digi. Vielleicht waren die Olmeken connected. Mit den Aliens. Aluhut drin, man, Alter, wir sind da. Die diese plötzliche kulturelle Blüte katalysierten?
Oder stellt die Geschichte der Olmeken ein verlorenes Kapitel in der Geschichte der Zivilisation dar, das unser herkömmliches Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklung in Frage stellt? Die städtischen Zentren der Olmeken, wie San Lorenzo oder La Venta, waren Wunderwerke der antiken Stadtplanung. Diese Städte waren nicht nur politische und wirtschaftliche Zentren, sie waren... Lass mal überlegen, wie viel alleine hier in diesem Land, wo ich jetzt gerade sitze, so, ne, wie viele antike Geschichten es hier gibt und wie viele Pyramiden und Zivilisationen und Völker, Dicker, die meiner Meinung nach für die Menschheitsgeschichte extrem wichtig waren, so. Es ist, glaube ich, auch der Grund, warum mich das so krass hier hinzieht. Und warum ich Mexiko so krass finde und irgendwie, keine Ahnung. Obwohl ich mit Mexiko ja nichts am Hut habe, so. Ich bin kein Mexikaner. Ich habe mit denen ja eigentlich angeblich nichts zu tun. Aber irgendwie fühle ich mich so extrem verbunden, dass es schon beängstigend manchmal ist, so. Und auch kulturelle und religiöse Zentren. Die architektonische Gestaltung dieser Bereiche, einschließlich zeremonieller Zentren, Pyramiden und ausgeklügelte Entwässerungssysteme spiegeln ein hohes Maß an gesellschaftlicher... Der Yasuke sagt gerade, meintest du nicht, du hättest dieses UFO an dem Tag gesehen, wo du an den Pyramiden warst, würde mir ein bisschen Angst machen. Bro, das ist ja das, wo ich sage, ey, da ich rede halt nicht viel darüber, weil, keine Ahnung, die Leute wahrscheinlich mir eh nicht glauben oder mich für verrückt erklären oder so, aber ist mir eigentlich auch egal, deswegen habe ich auch das Video gemacht, aber ich war einen Tag vorher an der Maya-Stätte hier in Tulum und bin einen Tag später oder nee, zwei Tage später nach Chichen Itza gefahren so und das war schon geplant, weißt du? Wie kann es sein, dass ich genau an dem Tag dazwischen quasi ein UFO sehe? So, das war für mich auch krass. Weißt du, ich weiß gar nicht, wie ich das selber auch beschreiben soll, so, keine Ahnung, Digi, ich weiß es nicht, Bro, ist gut, dass du mich daran wieder erinnerst, weil manchmal gerät es in Vergessenheit, aber das, was ich da gesehen habe, war nicht normal, es war nicht normal, ich schwöre euch, das war nicht normal. Crazy, Mann. Organisation und technischem Wissen wieder. Solche Fortschritte deuten auf eine gut strukturierte Gesellschaft mit klaren Hierarchien hin, die wahrscheinlich Klassen von Herrschern, Priestern, Handwerkern und Bauern umfasst. Es bleibt die Frage, wie die Olmeken eine solche architektonische und gesellschaftliche Komplexität erreichten. Da keine Vorläufer bekannt sind, die einen ähnlichen Fortschritt aufweisen, scheinen die Errungenschaften der Olmeken in den Bereichen Stadtplanung, Kunst und soziale Organisation fast spontan zu entstehen. Dies crazy. Die faszinierende Möglichkeit auf, dass die Olmeken diese komplexen Systeme entweder unabhängig voneinander und in bemerkenswert schnellem Tempo entwickelten oder vielleicht die Erben des Wissens einer noch un... Nächstes Mal Handy und Video für uns. Ey, ich... weiß nicht, ob nur Gott weiß, ob es noch ein nächstes Mal geben wird, so weißt du? Ich konnte in dem Moment mein Handy nicht ziehen, weil, I don't know, Bro, es war so faszinierend, ich wollte nicht weggucken, ich konnte nicht weggucken. Deckten älteren Zivilisationen waren. Die Errungenschaften der Olmeken in anderen Bereichen, wie Kunst und Ikonografie, sind ein weiterer Beleg für ihre fortgeschrittene kulturelle Entwicklung. Die olmekische Kunst zeichnet sich durch ihre Komplexität und Raffinesse aus. Die Motive und Symbole in ihren Skulpturen, Höhlenmalereien und anderen Artefakten lassen auf ein tiefes Verständnis ihrer Umwelt und ein reiches spirituelles Leben schließen. Die ikonischen olmekischen Jadefiguren, kolossalen Köpfe und komplizierten Schnitzereien zeugen von einer Gesellschaft, die tief in die Künste vertieft war und in der Künstler und Kunsthandwerker wahrscheinlich hohes Ansehen genossen. Diese künstlerischen Ausdrucksformen spiegeln nicht nur das tägliche Leben der Olmeken wider, sondern bieten auch Einblicke in ihren Glauben und ihre Weltanschauung. Die immer wiederkehrenden Darstellungen von Jaguaren weisen beispielsweise auf die Bedeutung dieses Tieres in ihrer Kosmologie hin. Jaguar, mächtiges Tier. Es möglicherweise Macht und den Geist der natürlichen Welt symbolisiert.
Solche künstlerischen Themen könnten auch auf ein Glaubenssystem hinweisen, das schamanische Praktiken und eine tiefe Verbindung zur Natur beinhaltete. Elemente, die spätere mesoamerikanische Kulturen tiefgreifend beeinflussen sollten. Das plötzliche Auftauchen und die schnelle Entwicklung der Olmeken-Zivilisation werfen ebenso viele Fragen auf, wie sie Antworten liefern. Ihre Fähigkeit, eine Struktur... Also, dass diese Kulturen und diese Leute mehr mit der Natur connected waren als wir heutzutage und dass die extrem connected waren mit der Natur, das ist natürlich Fakt. ...und komplexe Gesellschaft zu schaffen, architektonischer Einfallsreichtum und ihre tiefgreifenden künstlerischen Ausdrucksformen lassen darauf schließen, dass die Olmeken nicht nur Nutznießer günstiger Umweltbedingungen waren, sondern auch Erneuerer und vielleicht sogar Empfänger von Wissen aus unbekannten Quellen. Dieses Geheimnis im Herzen der olmekischen Zivilisation fordert und inspiriert Wissenschaftler weiterhin und bietet einen verlockenden Einblick in die Tiefen der Menschheitsgeschichte und das Potenzial. Ich muss mal ein paar Mayas von hier fragen oder Mexikaner generell, was die zu den Olmeken sagen so. Verlorene Kapitel, darauf warten, entdeckt zu werden. Ihre Gesellschaft war wahrscheinlich durch eine klare Hierarchie geprägt, die wahrscheinlich aus Herrschern, Priestern und anderen Eliten bestand. Guck mal, wie groß der war, Digga. Stell dir mal vor, es gab so Menschen. Die geprägt, die wahrscheinlich... Stell dir mal vor, es gab so Riesen. Heftig. Oh. Aus Herrschern, Priestern und anderen Eliten bestand, deren Autorität und Einfluss in den Überresten ihrer Städte und monumentalen Skulpturen deutlich werden. Die olmekischen... Die Musik im Hintergrund auch richtig wild, ne? Städte wie San Lorenzo und La Venta sind Zeugnisse ihres architektonischen Könnens und ihrer Stadtplanung. Diese waren nicht nur Wohnzentren, sondern dienten auch als Epizentren des religiösen, kulturellen und politischen Lebens. In der olmekischen Gesellschaft spielte die Religion eine herausragende Rolle. Die Komplexität ihrer Kunst mit ihren häufigen Darstellungen von Gottheiten und übernatürlichen Wesen offenbart eine tiefe spirituelle Welt. Ihre Götter trugen oft anthropomorphe Züge, die menschliche und tierische Merkmale vermischten, was auf ein Glaubenssystem hindeutete, das die Kräfte der Natur und ihre verschiedenen Erscheinungsformen verehrte. Der Jaguar zum Beispiel spielt in der olmekischen Kunst eine herausragende Rolle und soll eine zentrale Figur in ihrer Mythologie gewesen sein. Wow. Die Stärke. Wow. Wildheit. Wow, Digga. Vibes. Vielleicht eine Verbindung zum spirituellen Reich symbolisiert. Digga, was ein krasses Tier. Der Grundriss. So einen will ich nochmal sehen hier in Mexiko. Der olmekischen Städte unterstreicht ihre kulturelle und religiöse Bedeutung zusätzlich. Zentrale Plätze, massive Altäre und Pyramidenstrukturen deuten auf Orte gemeinschaftlicher Zusammenkünfte, Gottesdienste und vielleicht sogar astronomischer Beobachtungen hin. Diese Räume wurden wahrscheinlich für Zeremonien und Rituale genutzt, die für die Aufrechterhaltung der sozialen und kosmologischen Ordnung von wesentlicher Bedeutung waren. Die Ausrichtung dieser Strukturen sowie verschiedener Artefakte weisen darauf hin, dass die Olmeken über ein ausgeprägtes Verständnis der Astronomie verfügten. Eine beeindruckende Leistung, die beträchtliche Beobachtungsfähigkeiten und mathematische Kenntnisse erfordert hätte. Darüber hinaus werden den Olmeken frühe Entwicklungen im mesoamerikanischen Ballspiel zugeschrieben. Oh shit, da sind wir doch, da haben wir gestern drüber geredet, meine lieben Freunde, in dem Maya-Video. Mit diesem Hüftball, Bro. Krass. Den Olmeken frühe Entwicklungen. Das kam auch von den Olmeken? Also waren das quasi die Vorfahren der Maya quasi so, ne? Die Prägung. Im mesoamerikanischen Ballspiel zugeschrieben, das in späteren Kulturen wie den Maya und Azteken eine tiefe religiöse und soziale Bedeutung hatte. Dieses Spiel war mehr als bloße Unterhaltung. Es hatte eine symbolische Bedeutung und wurde oft das Chichen Itza. Themen wie Leben, Tod und Wiedergeburt in Verbindung gebracht, was die Tiefe der kulturellen und religiösen Ideologie der Olmeken weiter hervorhob. Die soziale Struktur der olmekischen Welt drehte sich wahrscheinlich um eine zentrale Autoritätsperson oder eine herrschende Klasse, die sowohl im spirituellen als auch im politischen Bereich Macht ausübte.
die Existenz großformatiger Konstruktionen wie der kolossalen Köpfe und die für ihre Herstellung und ihren Transport erforderliche Organisation weisen auf eine Gesellschaft mit einer gut organisierten Belegschaft und einer komplexen sozialen Hierarchie hin. Auch Handel und Handwerk spielten in der olmekischen Gesellschaft eine bedeutende Rolle. Die Entdeckung von Artefakten, die aus Materialien hergestellt wurden, die nicht im Kernland der Olmeken heimisch waren, lässt darauf schließen, dass sie Fernhandel mit anderen Regionen betrieben. Gegenstände wie Jade, Obsidian und sogar Magnetit zu aufwendigen Schmuckstücken, Werkzeugen und Zeremoniengegenständen verarbeitet, was auf ein hohes Maß an Können und Kunstfertigkeit hinweist. Im Wesentlichen sind alle diese Entdeckungen ein Hinweis auf ihren fortgeschrittenen Entwicklungsstand und auch auf ihre Fähigkeit, ihre Umwelt- und Humanressourcen zu nutzen und zu integrieren, um eine Zivilisation zu schaffen, die den Grundstein für zukünftige mesoamerikanische Gesellschaften legen würde. Die Kunst der Olmeken-Zivilisation ist ein Fenster in die Welt voller Symbolik, Spiritualität und Komplexität. Der vielleicht ikonischste und mysteriöseste Aspekt der olmekischen Kunst sind die kolossalen Steinköpfe, die mit bemerkenswerter Die sind wild, ich schwör's dir, die geben mir direkt Vibes. Kunstfertigkeit aus Basalt gefertigt wurden. Diese Köpfe, die oft als Darstellung Crazy. Von Herrschern oder Gottheiten interpretiert werden, sind nicht nur Meisterleistungen der Ingenieurskunst, sondern auch von tiefer kultureller Bedeutung. Die Gesichtszüge dieser Skulpturen, deutlich und individuell, könnten die Ideale der Olmeken in Bezug auf Führung oder Göttlichkeit repräsentieren. Ihre schiere Größe und der Aufwand, der für ihre Herstellung erforderlich war, die haben voll die Vibes, die Köpfe irgendwie. Darauf schließen, dass sie für die Olmeken von enormer Bedeutung waren und möglicherweise als spirituelle Wächter oder Symbole von Macht und Autorität dienten. Eine weitere faszinierende Entdeckung in Bezug auf die Köpfe der Olmeken war, dass einige von ihnen magnetische Eigenschaften aufwiesen. Wow! Es ist bekannt, dass das Basalt-Vulkangestein, aus dem sie geschnitzt sind, beim Abkühlen Magnetismus annimmt. Was ich brauche so einen kleinen Olmekenkopf hier für meinen Tisch. Da habe ich schon einige Sachen. So habe ich einen Stein von der Pyramide. Da habe ich einen Buddha stehen, Medizin-Buddha, da will ich noch einen Olmekenkopf haben. Ich will so einen kleinen Olmekenkopf haben. Ich würde dir. Eine bewusste Entscheidung der Olmeken schließen lässt. Es stellt sich die Frage, warum sollte eine Zivilisation in einer Zeit ohne moderne wissenschaftliche Erkenntnisse Magnetsteine für ihre bedeutendsten Denkmäler auswählen? Diese Wahl weist auf ein Verständnisniveau hin, das über bloße ästhetische oder zeremonielle Zwecke hinausgeht. Okay, hau mal raus jetzt, was könnte es noch sein? Einer der überzeugendsten Beweise wurde in Isapa ausgegraben, einer Stätte, die der späteren Gründungszeit ab 300 vor Christus entspricht. Hier entdeckten Archäologen einen aus Stein geschnitzten Schildkrötenkopf, der magnetische Eigenschaften aufwies. Interessanterweise wurde festgestellt, dass einer der Magnetpole mit der Schnauze der Tierskulptur zusammenfiel. Diese Entdeckung weist auf ein hochentwickeltes Verständnis der Olmeken hin. Ein weiterer Beweis für das Wissen der Olmeken über Magnetismus stammt aus der Küste. Was könnte denn noch mit den Köpfen gemacht, wenn die magnetisiert sind? So, was könnte man denn damit machen dann quasi? Ebene Guatemalas. Hier wurde eine Jaguar-Statue mit Magnetpolen in jeder erhobenen Pfote gefunden. Darüber hinaus wies eine grobe Statue, die zwei sitzende Männer darstellte und aus einem einzigen Steinblock geschnitzt war, Magnetpole auf beiden Seiten des Nabels auf. Zusammengenommen zeichnen diese Entdeckungen das Bild einer Zivilisation, die nicht nur künstlerisch und kulturell reich war, sondern auch über ein bemerkenswertes Verständnis über Naturwissenschaften und insbesondere Magnetismus verfügte. Der Wendepunkt bei der Erforschung des Olmeken-Magnetismus kam, als Forscher aus Harvard, Yale und MIT ihre Aufmerksamkeit Magnetfeld könnte für Bewusstsein stehen. Aha. Auf diese antiken Skulpturen richteten. Sie verwendeten Vielleicht haben die auch an den Köpfen meditiert oder so, weißt du? Und das Magnetfeld hat irgendwas ausgelöst, so. Und genauere Werkzeuge als die in früheren Studien verwendet wurden, und begannen mit einer detaillierten Untersuchung der Olmeken-Statuen.
Dieser multidisziplinäre Ansatz kombinierte Archäologie mit fortschrittlicher wissenschaftlicher Analyse und bot eine neue Perspektive auf das Wissen und die Nutzung des Magnetismus durch die Olmeken. Die Ergebnisse dieser umfassenden Studie wurden im Journal of Archaeological Science veröffentlicht und stellen einen bedeutenden Beitrag zu unserem Verständnis der antiken mesoamerikanischen Zivilisationen dar. Midu sagt gerade, gibt es nicht einen Ort in Mexiko oder in der Nähe, in dem Kompasse nicht funktionieren? Ich weiß gar nicht. Wikipedia-Fragen, oder? Die mysteriöse Zone der Stille. Zone of Silence. Zona de Silencio. ¿Qué es eso? Mysteriöse Zone der Stille. In der Uhren stillstehen und Radios nicht funktionieren. In Mexiko entlang des 27. nördlichen Breitengrads erstreckt sich eine Wüste, die als Zone der Stille bekannt ist. Dort passieren merkwürdige Dinge, ohne dass es dafür wissenschaftliche Erklärungen gibt. Radiowellen werden unterbrochen, Uhren bleiben stehen und Kompasse verlieren jegliche Orientierung. Oh shit. Das Ödland gleicht einem unbewohnten Planeten, befindet sich 2000 Meter über dem Meeresboden und ist seltsamerweise auf exakt demselben Breitengrad angesiedelt wie das Bermuda-Dreieck, die Gebirgsketten des Himalayas und die Pyramiden von Ägypten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Bruder. Das und nochmal die Kritik von dem einen Cousin vorhin hier, ey, das ist keine richtig miese Recherche und so, du guckst nur dumme Videos, bla bla bla. Bro, das ist miese Recherche hier an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Ein stark eishaltiger 2 Meter hoher Obelisk steht rätselhafterweise in dem Gebiet und zeigt, so glauben viele, dass die mystischen Regionen dieses Planeten verbunden sind. Krass, Digga. Obelisk drin, man, da. Guter Hinweis aus dem Chat. Recherchieren, man, da. Und weiter. Suchung wurde detailliert beschrieben, wie das Team in bestimmten Bereichen der Olmeken-Skulpturen, insbesondere in den Kugelbauchstatuen und den Kopfstatuen, erhebliche magnetische Anomalien entdeckte. Die Forscher fanden heraus, dass diese magnetischen Anomalien nicht zufällig verteilt waren, sondern strategisch in anatomisch bedeutsamen Bereichen der Skulpturen platziert waren. Beispielsweise wurden bei den Kugelbauchstatuen erhebliche magnetische Anomalien im Bauchnabelbereich entdeckt und bei den Kopfstatuen wurden diese Anomalien in der rechten Schläfe vor dem Ohr gefunden. Die Forscher führten eine gründliche statistische Analyse durch, um ihre... Brav, so ein Kopf, Digi. Krass. Ich mache auch so eine Köpfe, wenn ich mein eigenes Dorf mache im Dschungel. Schwöre ich dir. Ergebnisse zu untermauern. Sie kamen zu dem Schluss, dass die konsistente Kombination magnetischer Anomalien mit spezifischen anatomischen Merkmalen höchstwahrscheinlich nicht auf eine zufällige Verteilung zurückzuführen ist. Ach nee. Diese Analyse bestätigte die Theorie, dass die Olmeken absichtlich magnetisierte Steine auswählten und damit arbeiteten. Die bewusste Verwendung von magnetisierten Steinen in ihren Skulpturen weist auf ein zuvor nicht gewürdigtes Maß an. Oh shit. Brutaler Donnerschlag. Kenntnis und Wissen hin. Eine der faszinierendsten Theorien besagt, dass die Olmeken die Magnetschwebebahn zum Transport dieser riesigen Steine genutzt haben. Oh shit. Könnten. Guck mal. Da sind wir jetzt da, meine lieben Freunde. Die haben einfach das schweben lassen, auf entspannt. Mit Magnetismus. Bei der Magnetschwebebahn werden magnetische Kräfte eingesetzt, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, sodass ein Objekt ohne physischen Kontakt mit dem Boden schweben oder sich bewegen kann. Heutzutage wird dieses Prinzip in Technologien wie Magnetschwebebahnen eingesetzt, die hohe Geschwindigkeiten und eine effiziente Fortbewegung erreichen, indem sie mit Hilfe Leistung... Dass die Wissen haben oder hatten, was auf welches wir heute erst stoßen und verwenden können, das ist für mich auch nicht weit hergeholt, so weißt du. So. Ob die so Magnetschwebebahn hatten oder nicht, das ist halt crazy. Das ist halt immer crazy, wenn du auch. Gibt ja einige Sachen. Wie wurden die Pyramiden gebaut? Was hat es mit dieser Bagdad-Batterie auf sich und so? Da gibt es ja immer wieder Funde, die einfach so unerklärlich sind. Weißt du, wie konnten die das machen so? Starke Magnete.
wild. Gleisen schweben. Ich habe mies recherchiert. So. Wir verbinden dieses Konzept mit den Olmeken und spekulieren, dass sie die abstoßenden Kräfte von Magneten verstanden und genutzt haben könnten, um den Transport der kolossalen Köpfe zu erleichtern. Diese Theorie legt nahe, dass die Olmeken diese Steine möglicherweise auf einer Reihe von Schienen oder Wegen platziert haben, die mit Materialien mit entgegengesetzten Magnetpolen ausgekleidet waren, wodurch die Reibung verringert und eine sanftere Bewegung ermöglicht wurde. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Olmeken die magnetischen Eigenschaften des Basalts zu Navigations- oder Ausrichtungszwecken nutzten. Einige Forscher haben nahegelegt, dass die Positionierung der kolossalen Köpfe und anderer Strukturen an Magnetfeldern oder Himmelskörpern ausgerichtet sein könnte. Ja, so gesagt gerade Leon, bei sowas wirklich Chat-GPT-Fragen, die kombinieren und nehmen alles Wissen aus dem Internet. Meinst du, ja? Ich wollte eigentlich das vermeiden, den Laden zu benutzen. So, weil mit jeder Eingabe wird der Bruder natürlich auch schlauer, so, ne? I don't know. Aber hast du eigentlich recht? So, die Antworten, die ChatGPT gibt, so einige Freunde von mir nutzen das. Was meint ihr, Freunde? Eins in den Chat, wenn wir ChatGPT nutzen sollen, zwei in den Chat, wenn wir es nicht nutzen sollen, zu Recherchezwecken. Um die ein oder anderen Informationen nochmal mehr rauszufinden, so. Eins für ja, zwei für nein. Ich mach eh. Stimmt mal ab. Und als eine Art alter Kompass oder astronomischer Leitfaden dienen könnte. Die besonderen Eigenschaften dieser Steinköpfe gaben Anlass zu vielen Theorien. Zu diesen Theorien gehört die provokante Vorstellung, dass die Olmeken möglicherweise Verbindungen nach Afrika hatten. Obwohl diese Theorie in der Mainstream-Wissenschaft nicht allgemein akzeptiert wird, löst sie aufgrund ihrer Auswirkungen auf den transozeanischen Kontakt vor Kolumbus weiterhin Debatten und Interesse aus. Den Kontakt gab's safe. Vor Kolumbus. Die afrikanische Ursprungstheorie gewann in der Neuzeit an Bedeutung, als José Melgar, der 1862... Krass, Alter. Keiner will, dass ich ChatGPT benutze, außer Yasuke und Deus. Ich küsse euer Herz. Gewann in der Neuzeit an Bedeutung, als José Melgar, der 1862 einen der kolossalen Köpfe der Olmeken entdeckte, dessen scheinbar afrikanische Merkmale feststellte. Die Köpfe, von denen einige über 3 Meter hoch und mehrere Tonnen schwer sind, zeichnen sich durch breite Nasen, volle Lippen und andere Gesichtsmerkmale aus, die einige beobachten. Aber diese Gesichtsmerkmale sind halt immer noch vorhanden in Mexiko auf jeden Fall. Also viele Mexikaner haben breitere Nasen, also sie sehen aus auch wie Schwarze, Digga, oft. Auch die Babys vor allen Dingen. Haben sehr viele, sind auch sehr dunkelhäutig und so. Also es gibt Mexikaner, die sind dunkler als ich und sehen mehr aus wie Afrikaner als ich, weil ich noch diese europäischen Mix habe, so weißt du. Beobachter mit der afrikanischen Physiognomie in Verbindung bringen. Diese Beobachtung führte zu der Spekulation, dass die Olmeken möglicherweise Kontakt zu afrikanischen Völkern hatten oder sogar direkt von ihnen abstammen könnten. Mother Africa, wo wir alle herkommen am Ende des Tages. Einer der vielleicht lautstärksten Befürworter dieser Theorie war Ivan Van Sertima, ein in Guyana geborener amerikanischer Historiker und Schriftsteller. In seinem 1976 erschienenen Buch They Came Before Columbus argumentierte Van Sertima, dass die afrikanische Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent schon vor Kolumbus existierte. Ja, das hatte ich ja angesprochen, vor dem Video auch schon. Konntest du dir vorstellen, in Afrika zu leben eines Tages? Ja. Womit wir wieder bei den Anunnakis wären. They came before Columbus. Feier ich, gell? Brutales Buch, ja, so gefühlig. Und dass die Afrikaner ein... Brutaler Titel, meine ich. Buch kenne ich natürlich nicht. ...bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Olmeken-Zivilisation geleistet hätten. Als Indikatoren für diese... Krass. Transatlantische Verbindung nannte er die kolossalen Köpfe und andere archäologische und anthropologische Beweise. Kritiker dieser Theorie weisen jedoch auf mehrere Herausforderungen hin. Hau mal raus, Kritiker, Mainstream. Wissenschaftler und Gelehrte argumentieren, dass es keine direkten genetischen Beweise gibt. Schwarze Mexikaner nie gesehen, aber Kolumbien
Air Kolumbien und Brasilien. Brav. Wie gesagt, es gibt Mexikaner, die sind deutlich dunkler als ich. Und nicht wenige. Aber wirklich dunkel, Bro. Es gibt doch voll viele, die diese breiten Nasen haben und so. Ich bin ja hier. Ich muss ja nicht lügen. Dann gibt's auch richtig, also gerade die von hier kommen. Dann gibt's auch Mexikaner, die aus einer anderen Region von Mexiko kommen. Die sehen teilweise aus wie Europäer. Sind ja auch gemischt mit Europäern, so weißt du. Mit den Spaniern etc. pp, weißt du. Und die sind dann white. Schon crazy, was für ein Riesenunterschied es gibt. Begibt, dass die Olmeken mit afrikanischen Populationen in Verbindung stehen. Untersuchungen der DNA von amerikanischen Ureinwohnern aus der Region, in der die Olmeken-Zivilisation blühte, haben keine Marker ergeben, die auf eine afrikanische Abstammung während der Zeitspanne der Olmeken-Zivilisation hinweisen würden. Okay. Darüber hinaus weisen Wissenschaftler darauf hin, dass die Gesichtszüge auf den kolossalen Köpfen nicht ausschließlich afrikanischen Ursprungs sind und auch bei der einheimischen Bevölkerung Amerikas zu finden sind. Ja, stimmt. Sie argumentieren, dass die Olmeken-Künstler möglicherweise lediglich die Merkmale der sie umgebenden Menschen darstellten und nicht auch so. Ländische Besucher oder Siedler zeigten. Das Argument erstreckt sich auch auf kulturelle. Guck. Die sind auf jeden Fall nicht white, wenn ihr wisst, was ich meine. Technologische Aspekte und stellt fest, dass es keine schlüssigen Beweise für afrikanische Einflüsse auf olmekische Töpfer waren, Werkzeuge oder gesellschaftliche Strukturen gibt, die auf direkten Kontakt oder Migration schließen lassen. Darüber hinaus. Unabhängig davon bin ich fast überzeugt davon, ich kann es euch natürlich nicht sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Menschen damals auch interkontinental schon connected waren, weißt du, auch vor Kolumbus, den Maniac, schon Kontakt miteinander hatten, so weißt du. Was auch dann erklären würde, wie es sein kann, dass teilweise Pyramiden ähnlich aussehen, ähnliche Hieroglyphen gefunden wurden und ja, die Dinge ähnlich abgelaufen sind, so weißt du. Vielleicht haben die wirklich Kontakt miteinander gehabt. Vielleicht haben die Zivilisationen damals auch miteinander connected. Who knows? Die Theorie der afrikanischen Herkunft oder des afrikanischen Einflusses nicht mit dem überein, was über die maritimen Fähigkeiten afrikanischer Gesellschaft zur. Die Wissenschaft vermutet eher mongolischen Ursprung, wie auch die Inuit. Der Olmec. Okay. Bekannt ist. Transatlantische. Das ist ja die klassische Hautfarbe der Mexikaner. Es gibt halt keine klassische Hautfarbe der Mexikaner, habe ich jetzt schon gelernt, weißt du? Weil es wirklich echt viele verschiedene Mexikaner gibt aus verschiedenen Regionen und Mexiko, haben wir ja eben schon gesehen, ist extrem groß, weißt du? Hätten Navigations- und Schiffbautechnologien erfordert, die in afrikanischen Zivilisationen zur Zeit der Olmeken noch nicht entwickelt waren. Während die Theorie eines afrikanischen Ursprungs oder Einflusses auf die Olmeken-Zivilisation die Fantasie anregt und zu Spekulationen über prähistorische interkontinentale Verbindungen einlädt, bleibt sie auf prähistorische interkontinentale Verbindungen, fühle ich, des Mangels an genetischen, kulturellen und technologischen Beweisen außerhalb der gängigen akademischen Sichtweise. Die Debatte über die Ursprünge der Olmeken unterstreicht jedoch den anhaltenden Reiz dieser alten Zivilisation und der Geheimnisse, die sie weiterhin. Was ich hier in Mexiko auch feier ist, so in Tulum auch, was ich hier extrem feier ist, dass man hier nicht. Also, play yourself. Du spürst hier null Rassismus so. Egal wem gegenüber, weißt du? Du spürst null irgendwie so, ey, keine Ahnung, ich fühle mich komisch, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder so. Also die Mexikaner sind echt voll Ding so. Wie soll ich das sagen? Wie sagt man das am besten? Die sind so neutral, weißt du, wie ich meine? Die sind echt korrekt. Die haben dieses Rassismus-Gen irgendwie nicht in sich, habe ich das Gefühl. Tolerant, genau. Das ist in Deutschland zum Beispiel ganz anders, so weißt du. Nichts gegen Deutsche, aber da spürst du auf jeden Fall, wenn du eine andere Hautfarbe hast. So. Umgeben. Sie spiegelt eine umfassende Neugier auf das Ausmaß früher menschlicher Interaktionen und die Möglichkeiten kulturellen Austauschs wider, die noch vollständig verstanden oder entdeckt werden müssen. Ein weiterer Aspekt des olmekischen Erbes
der sie mit den Zivilisationen jenseits des... Scarface fragt gerade, wo hast du in Deutschland Rassismus gespürt? Überall. Ich trage das halt jetzt nicht so krass nach außen oder pack mich irgendwie in die Opferrolle rein, aber seitdem ich geboren bin, also seitdem ich denken kann quasi, wurde ich schon anders angeguckt und anders, teilweise anders behandelt, so. Aufgrund der Hautfarbe. Ist halt so. Brauche ich auch nicht zu lügen, aber es ist halt Facts. Dix verbindet, ist das faszinierende Symbol der gefiederten Schlange. Eine Kannst ein Beispiel geben? Immer, Mann, ein einfaches, banales Beispiel. Du steigst irgendwo in einen Bus oder in irgendein öffentliches oder gehst zum Arzt oder irgendwie so und dann sitzt da eine ältere Person und guckt dich komisch an. So komisch. Einfach komische Blicke, Bro. Weißt du? Und es ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, je nachdem, wie viele Menschen die schon gesehen haben mit einer anderen Hautfarbe. So. Aber das passiert und da gewöhnt man sich halt mit der Zeit dran. Mit der Zeit spürt man es nicht mehr so extrem, weil man sich daran gewöhnt hat. Aber ich habe regelmäßig meine Mutter gefragt früher auch, warum gucken die mich so komisch an und so. Und weißt du? Ist, wie es ist. Eine Ikone der zentralamerikanischen Mythologie, die insbesondere mit Quetzalcoatl in Verbindung gebracht wird. Eine frühe Darstellung dieses Symbols in Lavender warf bei Forschern viele Fragen auf. Die gefiederte Schlange, die den Bringer der Zivilisation... Boah, extremere Beispiele noch, aber muss ich jetzt hier nicht unbedingt, weißt du, muss ich jetzt hier nicht unbedingt nach außen tragen. Können wir mal auch drüber reden im Stream so. Gibt auch extremere Beispiele, wo es wirklich auch schon mit Gewaltandrohung und so, weißt du? Das ist halt crazy. Und es ist halt schon traurig, gerade als Kind, so als junger Erwachsener, sage ich immer, wenn du groß wirst und aufgrund deines Aussehens Anfeindungen hast und anders behandelt wirst und sogar mit Gewalt gedroht wird, nur weil du so aussiehst, wie du aussiehst, dann löst es natürlich was in dir aus. Und ich habe auch lange Zeit in meinem Leben sehr krasse Identifikationsprobleme deswegen gehabt. So. Und es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich lieber weiß gewesen wäre. Also mein Kopf hat mir gesagt, weil wegen diesen Erlebnissen halt so, was dann zum Glück irgendwann sich verändert hat und ich extrem stolz darauf bin, dass ich einfach so bin, wie ich bin, so. Ja, ist schon krass. Symbolisiert ist ein wiederkehrendes Thema in der mesoamerikanischen Mythologie und eng mit architektonischen Wundern wie der Pyramide von Chichen Itza verbunden. Viele aufgeschlossene Denker glauben, dass es sich bei dieser Schnitzerei um eine tatsächliche Darstellung eines jenseitigen Wesens handelt, das Guck mal. Eine Art fliegendes Fahrzeug bedient. Aber diese Zeichnung sieht echt krass aus, gell? Das sieht wirklich aus wie so ein Fahrzeug oder Darstellung so. Darstellung eines jenseitigen Wesens. Guck mal, Bro. Was hat er gemacht da drin? Mit dieser Tasche auch und so. Wo bist du hingefahren, mein Jutster? ...handelt, das eine Art fliegendes Fahrzeug bedient, ähnlich den Vimanas der alten hinduistischen Mythologie. Bodenständigere Forscher wie Graham Hancock konzentrieren sich jedoch nicht auf das Fahrzeug selbst, sondern auf die mysteriöse Tatsache, die die Gottheit in der Hand hält. Einfach eine Louis Vuitton-Tasche, Digga, weh ich schon, wie das läuft. Diesem Grund ist ein faszinierender Aspekt von Hancocks Diskussion der Vergleich der Olmeken-Zivilisation mit anderen alten Kulturen, insbesondere den Sumerern und den Erbau... Was ist diese Tasche? Göbekli Tepe, wir sind da. ...von Göbekli Tepe. Er weist auf das Vorhandensein ähnlicher Motive hin. Gäh? Etwa der Herrenhandtaschen. Diese Tasche ist schon crazy, Alter. Die von Figuren in diesen verschiedenen Kulturen gehalten werden, was auf eine mögliche Vernetzung oder gemeinsame Symbolik über... Das ist das, was ich meinte vorhin, dass die eventuell miteinander connected waren damals, interkontinental. Oder auf dieselben Aliens gestoßen sind, die den Wissen gegeben haben mit der Tasche, so hier, Bro. Die sind gekommen, so wie bei mir mit dem UFO. Ich habe das UFO gesehen, Digga, vielleicht nächstes Mal, wenn ich die sehe, kommen die runter und geben mir so eine Tasche und sagen, hier, Bro, du bist ein Eingeweihter. Die Welt geht unter, du musst die Welt wieder neu besiedeln. Mit dieser Tasche, da ist das Wissen drin, wie du Pyramiden baust, zivilisierst und diese ganzen Sachen. Oh shit. Miese Schwurbelei gerade. Vejo. Grafische und zeitliche Entfernungen hindeutet. Diese Herrentaschen gelten als potenzielle Indikatoren für eine Gruppe von Wesen, die möglicherweise um die Welt gereist sind und auf ihrer Reise verschiedene Kulturen beeinflusst haben. Und überall... Das ist krass.
krass. Ort, wo sie auftauchen, eine fortschrittliche Zivilisation mit sich bringen. Hancock glaubt, dass die olmekische Gesellschaft Teil einer größeren, vernetzten globalen Zivilisation gewesen sein könnte. Das Handtaschenmotiv in all diesen fortgeschrittenen antiken Kulturen legt nahe, dass diese Wissensträger nicht nur ein isoliertes Phänomen. Wissensträger, ja, macht Sinn. Also das würde mich symbolisch gesehen definitiv Sinn machen, dass das einfach Wissensträger waren quasi. Sondern möglicherweise ein entscheidendes Kapitel in einer größeren Geschichte der antiken menschlichen Zivilisation sind. Crazy. Sie fordern uns auf, umfassendere Möglichkeiten in der Digga, dieses Fahrzeug ist echt wild, ne? Dieses Mexiko, das, was die in Mexiko da, das Rechte, Digga, das ist crazy, bro. Stell dir vor, der hat so ein Ding geflogen. Scheiße! Ey, wer weiß? Der alten Kulturen in Betracht zu ziehen. Der Niedergang der Olmeken-Zivilisation. Guck mal, wie das Bild aussieht. So, ich will das. Was heißt, ich will das? Ich glaube, ich war das. Ich fühle das so viel mehr als die heutige Welt und das heutige Leben, so. Da zu stehen, die Pyramiden anzugucken, so. Bro, das ist ein ganz anderes Feeling, connected mit der Welt. Scheiß auf Handy, scheiß auf Internet. Wir sind hier, wir sind Menschen. Ich habe das Gefühl, wir sind keine richtigen Menschen mehr. Ich schwöre dir. Ich habe wirklich tief im Herzen das Gefühl, dass wir keine richtigen Menschen mehr sind. 400 vor Christus ist ebenso rätselhaft wie ihr Aufstieg zu herausragender Bedeutung. Diese einst blühende Zivilisation schien verschwunden zu sein und hinterließ eine Landschaft verlassener Städte und zerstörter Artefakte. Doch der Grund für ihr Verschwinden bleibt ein Rätsel. Der Niedergang einer für ihre Zeit so fortschrittlichen und entwickelten Zivilisation markierte einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte Mesoamerikas. Das Verschwinden des Olmekenvolkes und seines Wissens beeinflusste wahrscheinlich die Entwicklung nachfolgender Zivilisationen in der Region. Dennoch wurde ein großer Teil ihres Wissens in den Werken der Maya, der... Ja, Mann. Das Gesicht auch. Ich habe auch hier diese Latschen. Sieht auch wie ein Olmekengesicht eigentlich aus. Die Maya haben das übernommen quasi, wa? Hochgehalten, die Kultur. Azteken und anderer mesoamerikanischer Kulturen übernommen, die nach dem Fall der Olmeken an Bedeutung gewannen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Niedergang der olmekischen Zivilisation... Vielleicht sind die auch nicht wirklich niedergegangen, sondern einfach... Vielleicht haben die sich entwickelt zu den Mayas quasi. ...weiterhin ein Diskussionsthema unter Wissenschaftlern ist. Wie kann eine so fortschrittliche Zivilisation spurlos verschwinden? Eine Zivilisation, die so unauslöschlich... Oder die sind zurück zu ihrem Planeten gekehrt. Spuren in der Geschichte Amerikas hinterlassen hat. Wenn wir über die olmekische Zivilisation nachdenken, werden wir mit einer Erzählung konfrontiert, die ebenso reich an kultureller und historischer Bedeutung wie rätselhaft ist. Die Olmeken, die als Mutterkultur Mesoamerikas in Erinnerung bleiben, haben ein Erbe hinterlassen, das unser Verständnis antiker Zivilisationen in Frage stellt. Und weiterhin sowohl Ehrfurcht als auch Neugier weckt. Ihre Errungenschaften in Architektur, Kunst und sozialer Organisation bieten vor diesem Hintergrund ihres mysteriösen Verschwindens einen fesselnden Einblick in die Komplexität früher menschlicher Gesellschaften. Die kolossalen Steinköpfe, die kunstvoll geschnitzten Jadefiguren und die Überreste ihrer großen Städte zeugen von ihrem fortgeschrittenen Entwicklungsstand und ihrem geschickten Umgang mit ihrer Umwelt und ihren Ressourcen. Diese Errungenschaften werfen tiefgreifende Fragen über die Ursprünge und Fähigkeiten dieser alten Zivilisation auf. Wie haben sie solch anspruchsvolle Kunst und Architektur entwickelt? Über welches tiefe Wissen verfügten sie über die Welt um sie herum? Und wie erlangten sie es? Darüber hinaus verleiht der plötzliche Niedergang der Zivilisation ihrer Geschichte eine zusätzliche Ebene der Intrige. Jede im Kernland des Olmeken-Territoriums gemachte Entdeckung bringt uns dem Verständnis ihres Platzes in der großen Erzählung der Menschheitsgeschichte näher. Dennoch bleibt crazy bis unbekannt. Geiles Video.
Mal wieder was dazugelernt, fühle ich. Das Erbe der Olmeken ist daher nicht nur die Geschichte eines alten Volkes, das einst im tropischen Tiefland Mexikos gedieh. Es Viva la Mexico. Ist ein Narrativ, der uns dazu zwingt, weitere Fragen zu stellen, die unbekannten Korridore unserer Vergangenheit weiter zu erkunden und offen für die unzähligen Möglichkeiten zu bleiben, die die Geschichte bieten kann. Ich schwör's dir, da gibt's noch ganz viel zu entdecken. Während miese Recherche feiere ich. Ihre Geheimnisse weiter aufdecken, erinnern uns die Olmeken daran, dass Olmeken, ihr den Mann, da haben wir wieder was gelernt über eine neue Zivilisation. Über die Olmeken haben wir uns noch gar nichts reingezogen. Die Geschichte ein Mosaik menschlicher Erfahrungen ist, in dem jedes Teil das Potenzial birgt, unser Verständnis des Ganzen zu verändern. Ihre Geschichte, verwoben mit dem Gefüge der mesoamerikanischen Historie, fordert uns heraus, über die Oberfläche hinauszuschauen und die Tiefe und Komplexität der menschlichen Reise zu schätzen. Geil. Supi. Sehr schöne Dokumentation. Feier ich. Antike Zivilisation, wie gesagt. Einer meiner Lieblingsthemen auf jeden Fall. Liebe geht raus an die ganze Community. Eure Gedanken zu den Olmeken und Hinweise eventuell. Knowledge, Wissen, andere Videos in den Discord reinfetzen. Ansonsten, Gedanken in die Kommentare reinschreiben. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Ja, Mann, Alter. Gib mir die Olmeki-Vibes, Bro. Olmeki den Motherfucker.